Das Formulieren meine Stärke wäre, aber Verstetigung würde ich nie durchgehen lassen. Gib mal den Dornseif. Kommt schließlich auf den Zusammenhang an. Naja, folgendermaßen. Im Interesse sozialdemokratischer Reformpolitik, eines qualifizierten Wirtschaftswachstums, schon das gehört meiner Meinung nach so nicht in einen Topf, aber gut, eines qualifizierten Wirtschaftswachstums und, jetzt kommt's, und der Verstetigung der konjunkturellen Entwicklung ist aber eine weitere Steigerung der Arbeiter und so weiter erforderlich. Nun ja, mir ist das eigentlich klar. Verstetigung? Wieso? Verstetigung. Damit ist gemeint, dass es so bleiben soll, stets. Von stets kommt das Kurti. Ja, was das heißen soll, das weiß ich auch. Aber das ist ein Text, der rausgeht, das wird gelesen. Dann ist doch gut, wenn du es verstehst. Oder gehst du davon aus, dass die anderen Leute dümmer sind als du? Verstetigung sagt kein Aas. Lieber Himmel, seit wann sind wir denn gezwungen, wie Goethe zu schreiben oder meinetwegen auch wie Enzensberger? Ich denke, wir sollen klar schreiben und einfachstens, seit Heinemann zumindest. Ja? Allein? Nee. Das ist mir völlig neu. Ich warte. Wozu sind die eigentlich Professoren? Sowas schreiben Professoren. Aus reinem Imponiergehabe. Ja, ich höre, Erwin. Ich glaube nicht, dass er sich noch zu uns Weibern setzen wird, Karin. Wenn er mal kommt, dann tut er immer furchtbar überarbeitet. Wahrscheinlich ist das ja auch. Aber das ist seine Sache. Uns braucht das weiter nicht zu stören. Danke. Du liebe Zeit, ich habe mir längst abgewöhnt, ihm immer einen großen Bahnhof zu bereiten, wenn er sich mal gnädig dazu herablässt, das Wochenende mit seiner Familie zu verbringen. Und seine Magengeschichte? Das kann doch das familiäre Klima kaum heben. Magen? Frag mal lieber Herz. Auch so ein Punkt, den wir besser nicht antippen, falls du ihn heute noch erlebst. Am besten, du bringst ihn möglichst bald aufs Skat, das zieht noch immer. Und das entspannt ihn wahrscheinlich doch etwas. Ich bin zwar kein vollwertiger Partner, aber unwichtig. Das Ganze steht im Antrag Bezirk Niederrhein und gehört zur 253. Und da soll jetzt noch Folgendes rein. Hör mal bitte sehr kritisch hin, Erwin. Im Interesse sozialdemokratischer Reformpolitik, eines qualifizierten Wirtschaftswachstums und der Verstetigung der konjunkturellen Entwicklung ist aber eine Steigerung der öffentlichen Investitionen und eine Verbesserung und Umstrukturierung der öffentlichen Leistungen erforderlich. Ja, ich weiß nicht, was du willst. Gut. Was findest du gut? Natürlich. Ja, da merkt man aber, entschuldige, sowas kann nur ein Jurist gut finden. Ich bin weg. Tschüss, Sogebettchen. Weil da wieder mal so typisch alles in einem Satz auf den Haufen gekehrt ist. So nach der Masche bürokratische Sollerfüllung. Doch, das behaupte ich. Also da geht's bei mir an die Nieren, Erwin. Ich hab im Dornseif nachgesehen. Ja, das sage ich ja. Ihr Juristen liebt solchen Sprachdschungel. Da könnt ihr nämlich bequem alles drin verstecken, was ihr nicht... Och, ich bin ziemlich objektiv, bilde ich mir ein. Ich weiß auch, dass Präzision und Politik zwei Paar Stiefel sind. Aber ganz so verschwommen, wie es einige gern hätten, geht's dann doch wieder nicht. Was meinst du mit Präzision? Mit Präzision? Ja. Was ich mit Präzision meine? Mit Präzision meine ich wahrscheinlich Wahrheit. Aber das nur nebenbei. Nee, Moralisten sind immer nur als historische Wesen gefragt. Nie als Gegenwartler.
Ein Großteil der Bedürfnisse der Bürger kann... Stopp. Letzten Satz streichen, beginnen mal. Ein Teil der Bedürfnisse der Bürger kann nur gesellschaftsfriedigt werden. Punkt Absatz. Eine Verstetigung... Stopp. Bitte streichen, ich beginne erneut nach Absatz. Die Leistungsfähigkeit des Marktes, stopp. Leistungsfähigkeit des freien Marktes. Wollt ihr in der Gegend gehen? Hallo. Afrika ist überhaupt nicht so, wie es immer dargestellt wird. Zum Beispiel war neben dem Hotel, also keine 300 Meter entfernt, noch ein richtiger Kraal. Und die Bewohner, vorwiegend Frauen allerdings. Und scharenweise Kinder, die kamen nun jeden Morgen. Wirklich, durch jeden Morgen standen sie da in der Halle oder auch im Frühstücksraum und sahen uns völlig ungeniert beim Frühstücken zu. Und das ließ die Hotelleitung zu? Naja, ich meine, natürlich waren sie neugierig, aber... Irgendwann muss doch mal Schluss sein, weil du sagst jeden Morgen. Das ist doch nicht alles. Sie kamen sogar rauf bis in die Zimmer und guckten und staunten. Aber sie waren nie lästig. Sie blieben absolut distanziert und auf ihre Weise sogar enorm... Wie soll ich... Also irgendwie waren sie vornehm. So, dass wir eher das Gefühl hatten... Er, oder? Pass auf,
was er jetzt hat. Ich wundere mich nämlich schon die ganze Zeit. Ja? Hallo? Wer spricht bitte? Merkwürdig, da kommt nichts. Vielleicht aufgelegt. Hermann! Ich verstehe so schlecht. Sprich doch mal lauter. Wo bist du? Ist etwas Besonderes, dass du anrufst? Kaum zu verstehen. Nein. Ich weiß wirklich nicht. Irgendwo unterwegs. Nein. Ich sehe nichts. Baum, glaube ich. Ist ein Baum. Ein Hund höre ich irgendwo. Hund. Ja, aber weit weg. Wahrscheinlich sind wir. Hör zu. Kannst du mir einen Gefallen tun? Du kannst mir doch sagen, ob was passiert ist. Hermann! Da ist was passiert. Die haben getrunken, ganz klar. Die Leute vom Orientierungsrahmen sollen morgen noch mal anrufen. Aber wieso? In der Nacht ruft sowieso... Hermann, entschuldige, aber warum klingt das so merkwürdig? Bist du noch da? Hermann! Ich soll wen anrufen? Deinen Referenten. Und warum ich? Warum tust du das nicht selbst? Hey, können Sie nicht aufmachen? Die Tür klemmt, drücken Sie mal. Ja, ja, jetzt noch. Ich habe seine Nummer nicht im Kopf. Eben, er soll uns einen Wagen schicken. Hallo! Ja, wir liegen fest. Rufst du den aus dem Wagen an? Dann lass mich doch bitte mal mit dem Fahrer reden. Ja, im Moment noch was. Lagos geht nicht. Soll Achim verständigen, ja. Alles verriegelt. Ach was. Panne. Panne, angeblich, aber das ist was anderes. Ich sag doch dir. Bist du noch da? Hermann! Hörst du? Hermann! Manchmal denke ich wirklich, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Entschuldige. Nun reg dich bloß nicht auf, Kathi. Das zahlt sich nicht aus, das sage ich dir gleich. Diese Saufereien und dann auf Mitleid. Ja, ich kenne den Ton. Wenn am Telefon gemimt wird, als wäre Weltuntergang. Wenn er getrunken hätte... Das merke ich sofort. Das ist was anderes. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ich spüre sowas. Aber vielleicht spinne ich auch. Vielleicht ist es wirklich eine Panne. Den sollte ich jetzt anrufen? Ach ja, das Büro. Als ob da noch einer wäre. Weißt du, du bist zu rücksichtsvoll. Er pfeift und du tanzt. So geht man natürlich kaputt. Warum ruft denn sein Fahrer nicht an dort? Ich finde das wirklich etwas drollig.